Ihr seht es, voll bepackt geht es los. Wandertour zur Hellbachbaude. Los geht's nach dem Intro. Genau, los geht's. Herzlich willkommen auf backout.de. Es geht los, Wandertour zur Hellbachbaude. Ich bin mal gespannt, habe die Tour zum Teil bei Komoot gefunden. Zeichne die Tour natürlich für euch auch auf. Das heißt, ihr könnt es in der Videobeschreibung sehen, beziehungsweise mir auf Komoot folgen. Also bleibt dran. Der erste Kilometer ist geschafft. Die Tour hat ja nur 3,5 Kilometer. Also insgesamt eine Laufstrecke von 2 Stunden 25 Minuten. So ist der Plan. Bis jetzt liege ich ganz gut in der Zeit. Komoot zeichnet für euch extra schön auf, dass ihr die Tour auch selber machen könnt. Zur Tour selbst bis jetzt. Es gibt einen Anstieg, also geht so ein bisschen bergauf, aber nicht so schlimm wie das letzte Mal. Aber das Wetter spielt mit, kein Regen, auch keine richtige Sonne, aber auch nicht richtig kalt und nicht richtig warm, also optimal zum Wandern. Weiter geht's. Ich melde mich zurück. Die ersten 2 Kilometer habe ich jetzt geschafft. Das heißt, 1,5 Kilometer liegen noch vor mir. Wetter zieht sich langsam zu. Ich hoffe, dass ich noch trocken bleibe. Aber das wird sich zeigen. Die Hütte habe ich bis jetzt natürlich noch nicht gesehen. Hätte mich auch stark gewundert. Ich hoffe, sie kommt überhaupt noch. Wie beschrieben, aber lassen wir uns mal überraschen. So, jetzt noch mal so ein bisschen Real Talk am Rande, dass ich mich nicht immer anmelde, wenn ich meine Kilometer geschafft habe, sondern dass wir auch wieder mal ein bisschen quatschen. Genau, also Kommentarfeld bzw. Kommentarfunktion ist hiermit eröffnet. So, wie bin ich eigentlich genau auf diese Route gekommen? Durch Hintergrundrecherchen habe ich eigentlich 2 Routen. Einmal diese und eine andere. Da mich jetzt noch die Neugier gequält hat, habe ich natürlich erstmal diese genommen und habe, wie ich es am Anfang vom Video schon gesagt habe, Teile bei Komoot selbst gefunden, der Route, und andere Teile habe ich mir dann über Google Earth rausgesucht und also wie ich es sonst auch mal gemacht habe, gerade bei Routen, die es noch nicht gab. Genauso habe ich das jetzt hier gemacht, also rein über Google Earth, und so bin ich jetzt genau auf diese Route gekommen. Genau, habt ihr irgendwelche Fragen, dann schreibt die mal in die Kommentare. Ihr dürft natürlich auch nicht vergessen, lasst ein Abo da, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und natürlich das Däumchen nach oben. Ne? Der Daumen bedeutet Applaus.
Nur mal so nebenbei. Genau. Also wie ich schon gesagt habe, ich habe jetzt noch gut 1,5 Kilometer vor mir. Aber die schaffen wir noch. Jetzt tippt mal fleißig jetzt in die Kommentare und ich werde mich noch etwas quälen. Also bleibt dran. Oh, bergauf mal wieder. Ah, so. 3 Kilometer haben wir. Jetzt habe ich gerade mein Handy geguckt, habe festgestellt, dass es aus ist. Es ist einfach aus. Akku sagt leer. Das heißt, es gibt, mein Komoot-Profil gibt es trotzdem, aber die Route gibt es nicht. Also heißt es, ich werde wohl diese Tour, wenn ihr das wollt, wenn es dafür Daumen nach oben gibt, nochmal laufen. Dann natürlich mit vollem Handy-Akku. Ja, ich ärgere mich gerade über mich selbst. Aber ich habe 2 Powerbanks dabei. Die liegen allerdings in meinem Prepper-Van. Ja. Aber es muss auch mal sowas geben. Auf jeden Fall kann ich jetzt die Ruhe ohne Handy genießen. Ja, also, wenn ihr die Tour selbst laufen wollt und die über Komoot, also über mein Profil, finden wollt, dann schreibt es in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich laufe diese Tour nochmal. So, jetzt müssen wir so langsam in Richtung zurück zur Hütte kommen. Hoffe ich zumindest. Wird jetzt langsam auch schon etwas duster. Wir haben es jetzt. Sagt mein Wecker. Ach, mein Wecker lächelt mich an. Na, wir haben es jetzt 19.04 Uhr. Also 7:04. Und wenn ich daran denke, dass mir morgen auch noch eine Tour bevorsteht, die ich natürlich im Komoot aufzeichne, mit meinen Powerbanks. Ja. Kriege ich jetzt schon Blasen. Auch wenn ich sonst eigentlich mehr laufe. Aber der Weg ist dieses hoch, runter, hoch, runter. Das ist so ein bisschen, ja. Dann natürlich habe ich ja dieses ganze Kamera-Equipment noch dabei. Ich habe noch Trinken dabei. Ich habe noch einen Pullover dabei. Für den Fall, dass es doch frisch wird oder regnet, dass ich wenigstens ein bisschen Kapuze habe. Ja, also eigentlich für so eine Tour schon wieder viel zu viel eingepackt. Aber lieber man hat, als man hätte. Also hoffe ich jetzt, dass wir so langsam in Richtung der Hütte kommen. Dass wir mal eine schöne Pause anlegen können. Bleibt dran. So, 3,5 Kilometer. So habe ich es jedenfalls im Kopf. Also wie gesagt, ich kann ja nicht nachgucken. Ist ohne Handy etwas schwierig. Ich hoffe jetzt auch, dass ich mich jetzt nicht noch auf die letzten Meter verlaufen habe. Es gab einige Abzweigungen, aber okay. Also laut, so wie ich jetzt den Plan noch im Kopf habe, beziehungsweise die Route im Kopf habe, sollte nach der nächsten Kurve schon die Hütte sein. Schauen wir mal. Jetzt fängt es. Jetzt bin ich gleich an der Hütte und es fängt jetzt an mit Regnen. Ja, es regnet. Also ich glaube, ich bekomme jetzt noch
nassen Hintern. Aber ich mag jetzt auch nicht mit euch hier anfangen zu rennen. Da fehlt mir auch so ein bisschen die Lust. Oh! Oh! Ha! Ja, ich bin gemein. Kannst du schon sehen. Also, da so. Da so ist sie. Da so ist sie also zu sehen. Oh. Ja, was soll ich sagen? 3,5 Kilometer sind es jetzt. Oder bin ich jetzt gelaufen? Ich sehe die Hütte. Es ist jetzt auch, also schon ziemlich duster. Ich hoffe, ihr könnt sie noch sehen. Das ist echt, echt top. Groß, vor allem groß. Ja, doch. Da ist sie zu sehen. Also schon ziemlich groß. Genau. Wir gehen erstmal so ein bisschen rein. Ich hoffe, jetzt wird es dunkel. Jetzt wird es dunkel, ihr seht mich nicht mehr. Oder kaum. Da oben hängt auch ein Schild. Das heißt, ihr könnt diesen Platz hier auch mieten. Schön ist es hier. Mit Bach, mit allem, was dazu gehört. Besser geht es nicht. Da. Da mit schönem Bachlauf. Okay. Auch recht klares Wasser, was mich eigentlich wundert. Ich gehe mal von. Also ich würde jetzt mal schätzen, ich habe jetzt keine richtige Ahnung. Aber ich würde schätzen, dass das aus irgendeiner guten Quelle kommt. Weil es ist glasklar. Ja, führt dann halt da über den Weg. Das waren also die 3,5 Kilometer Tour oder die 3,5 Kilometer Tour. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst den Daumen nach oben da. Ist für mich Applaus. Schenkt mir ein Abo. Schreibt in die Kommentare, ob ich die Tour nochmal laufen soll mit Aufzeichnung. In diesem Sinne, träumt nicht euer Abenteuer. Lebt es.